안녕하세요 여러분, 하이디게 물어봐 그 7번째 시간인데요. 지난번에 알려드린 것처럼 오늘은 문화 차이에 관해서 알아볼 거예요. 제가 독일에 처음 공부하러 갔을 때 열쇠 아저씨를 두 번이나 전화로 부른 적이 있는데요. 독일의 대문은 밖에서 한번 닫히면 열리지가 않아요. 제가 쓰레기를 버리러 잠시 내려갔다가 올라왔는데 문이 닫힌 거예요. 아무리 열어도 문이 열리지 않아서 열쇠 아저씨를 두 번이나 부르는 일이 있었답니다. 그뿐만 아니라 수도 비용과 전기 비용 그리고 가스비가 한국에 비해 너무 높아서 깜짝 놀랐고, 전철과 버스 등 대중교통을 이용할 때 한국과 달리 강제적인 장치 없이 양심껏 표를 사는 것에 관해서 깜짝 놀랐답니다. 물론 거기도 나름의 컨트롤 시스템이 존재한다는 것을 나중에 알았지만요. 하이디가 한국에서 느낀 문화 차이는 무엇이 있을까요? 재영과 하이디의 짧은 영상을 보실 건데요. 특이한 점은 재영은 오스트리아 독일어를 사용하고 있다는 것입니다. 오늘 영상 재밌게 보세요. Grüß dich, Heidi. Hey, Jeong. Seit wann bist du in Korea? Ich bin seit Februar 2020 in Korea, also schon fast 2 Jahre. Fast 2 Jahre? Mm. Hast du große Kulturunterschiede in diesen 2 Jahren gemerkt? Ja, doch. Also zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass Korea voll von Menschen ist. Ah, du meinst vor allem in Städte wie Seoul und Busan? Diese Großstädte meinst du? Nee, würde ich gar nicht sagen. Also auch wenn ich irgendwo hier rausfahre, aufs Land oder in eine andere Region, ich habe immer das Gefühl, es gibt überall große Menschenmassen. Ach, Menschenmassen, ja. So typisch, ja. Auch nicht nur in Seoul, sondern ganze Korea. Ja, ganz genau. Hast du noch etwas gelernt? Ja, eine Sache ist mir aufgefallen, nämlich, dass ihr Koreaner schon in der Früh scharfes Kimchi esst. Kimchi, ja. Für Koreaner, es lautet, kein Kimchi, kein Leben. Mm. Eines ist mir eingefallen, also ich habe es gemerkt, dass die Deutschen Tempos, diese Taschentücher, mehrere Male verwenden. Also, die haben es einmal verwendet und es geht in die Hosentasche. Oh ja, das stimmt. Ihr in Korea macht das nicht? Wir machen das nimmer. Also, für uns ist es schon Müll geworden, wenn wir es einmal benutzt haben. Okay. Was mich in Korea auch erstaunt hat, ist, dass du deine Sachen einfach überall liegen lassen kannst und es kommt nichts weg. Zum Beispiel kann ich ins Restaurant gehen und ich suche mir einen Tisch und ich reserviere diesen Tisch sogar mit dem Handy oder mit meiner Tasche und gehe dann und bestelle etwas oder gehe auf die Toilette. Ja, das liegt sicher an diese vielen Überwachungskameras, die wir hier in Korea haben. Da kommt niemand auf die Idee, etwas zu klauen. Ja, das stimmt. Also in Deutschland sind die Gesetze etwas anders und wir haben nicht so viele Überwachungskameras. Also werden sich die Leute wahrscheinlich so ein bisschen unbeobachtet fühlen. Was gab es noch, Heidi? Unterschiede fallen mir auch immer bei der Etikette auf. Also zum Beispiel, wenn sich die Koreanerinnen und Koreaner begrüßen. Ja, sie verbeugen sich. Oder auch, dass man nur hinter dem Rücken von Älteren Alkohol trinkt oder raucht. Das macht man schon in Deutschland? Ja, schon. Oh. Mhm. Wir arbeiten zwar am gleichen Arbeitsplatz, aber die Kulturunterschied, es ist ziemlich groß. Ja, naja gut, aber man muss natürlich auch sagen, wir sind auch 8000 Kilometer voneinander entfernt aufgewachsen. Mhm. 여러분, 두 사람의 대화 잘 보셨나요? 여러분들은 독일 혹은 오스트리아에 처음 갔을 때 어떤 문화적 차이를 느꼈나요? 저희에게도 알려주세요. 어느 책에서 읽은 사실인데요. 서양과 동양의 언어 체계가 다른 건 서양과 동양의 문화 차이에서 오는 거라고 합니다. 한 나라의 문화를 알면 한 나라의 언어를 공부하는 데 큰 도움이 되어요. 그런 의미에서 독일어 공부를 계획하신 분들은 문화 차이까지 알려주는 주한 독일 문화원으로 오세요. Tschüss.
모르겠어요.